Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hinterkaifeck. Ja, heute ist vollbracht, ne? Gibt ja gar nichts an Kohlen wahrscheinlich gleich. Ich bring den einen Ballen da schon mal hin, dann gucken wir mal, was das gibt. Aber da war ja gar nichts, ne? Ganz ehrlich, dann müssen wir hier auch gleich erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Nein. Auch wohl eben durchziehen. Und dann, boah, können wir da sehen, ne? Wenn du den Gang hochschaltest, dann bist du auch schneller. Wir müssen noch Holz für die Pferde bringen, ne? Stimmt, das müssen wir auch. Stroh auch. Dann müssen wir uns jetzt gleich drum kümmern. Das machen wir jetzt gleich erst. Dann sind die nämlich auch versorgt. Und wir können weitermachen mit dem Text. Ich glaube, wir haben noch Stroh am Hof, ey. Ich muss gleich echt jetzt gucken, ne? Bin mir da gerade nicht so sicher. Das hat sich gelungen. Das sind cool. Da kannst du mit arbeiten. Muss ich mir ja ganz ehrlich sagen, ne? Zur Abfahrt in den Hof. Dann eben den Mock die Ballen runter. Dann, ja, dann eben Pferde restlich versorgen, ne? Kommen wir auch bald schon wieder raus mit, ne? So sieht's wohl aus. Das wird auch weiterkommen. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir müssen hier mal weiter. Tu mich da immer wieder, ne? Das ist echt zum Mäusemelken. Also, wo stellen wir dich eben an der Seite? Willst du mich wieder total im Weg stehst? Pack mal eben hier. Oh, Helga macht ihren Job. Viel, ne? Und zum zum Ballenverkauf. Wahrscheinlich müssen wir die gleich wieder so mit der Hand abladen, ne? Ist ja immer so. Das ist ja immer so. Perfekt. Ein paar Taler kriegen wir dafür, ne? Zwar nicht so viel, aber immerhin etwas. Oh, das wird knapp. Danke, Kollege. War echt nett, der Milchwagenfahrer hier, wa? Kennt man gar nicht so. Ja, moin. Das war so klar, dass sie wieder nicht runtergehen, ne? Das machen wir aber jetzt mit der Hand. Das tut mir jetzt nicht 5 Stunden rum. Oh.
Das war nicht wenig Geld für Gras. So, hier rein jüpft. Ja. Irgendwann kommt ja auch noch an meinen Hof. Keine Pornik-Mädels. Ja, versprochen. Oh nee, darf man nicht so schnell fahren. Hier wohnen ja Flip und Biene Maya. Deswegen darf sie hier nicht so brackeln. Habe ich gar nicht dran gedacht. Muss immer vorsichtig fahren hier. Wenn der Willi das hört, dass wir hier so lang gebrackelt sind, ne, dann gibt es direkt Stoff von ihm. Nee, nee, deswegen immer schön langsam hier fahren. So lange Rede, kurzer Sinn oder gar keinen Sinn. Wir müssen Stroh und Holz für die Pferde fahren, ne? Hab ich ja gesagt, ne? Ich glaube, wir haben oben noch was auf dem Balken liegen. Ich meine, wir haben auch Stroh eingelagert. Oder ich habe Stroh eingelagert. Ich sag immer, wir, dabei habe ich das ja gemacht, ne? Ja, Telefon gleich. Merkst du nicht, dass ich hier am PC bin, Telefon? Meine Telefon, ne? So, wo stellen wir den Wagen denn jetzt so lange hin? Hier hinten? Hier wollte ich eigentlich noch Landscaping machen, ne? Vielleicht noch einen Shoppen hinstellen oder so. Bin mir noch nicht so schlüssig. Stellen wir den erstmal hier an der Seite, wa? Passt wohl. Ach, da liegt ja auch noch ein Heu. Ich kann noch wegräumen. Wichtig ist jetzt Stroh. Bisschen gesittet auf dem Hof vor, ne, Mädels? Ne, weiß ja gar nicht, ob ihr Mädels seid. Ihr seid ja... Die Milchschafweide müssen wir noch setzen. Habe ich hier noch gar nicht, ne? Bin ja voll der Milchschafbauer geworden. Da müssen wir uns echt noch eine Fläche kaufen, wo wir die hinsetzen können. Oder wir... Ne, da haben wir ja gesät. Kann man die nicht da hinsetzen, Leute? Ein paar Milchschafe hätte ich gerne noch, ne? Stroh! Korrekt! Habe ich doch gesagt, hätte wir noch vertanen. Ja. Im Ofenladen. Ich glaube, wir haben aber kein Heu mehr, ne? Nur so ein paar Bunde. Ich meinte auch, dass ich Heu eingelagert habe. Dafür ist der Mock ja jetzt perfekt, ne? Dass du da eben fix hinfahren kannst, ne? Ist das denn hier? Ist da was hinter? Oh, noch ein Bogen. Viel zu viel Böden hier. Und dann müssen wir das nächste Mal noch Stroh pressen, ne? Geht ja auch kein Weg dran vorbei. So. Hoffentlich hat der Spanngurt, da weißt du, ich lade das da alle drauf. So easy peasy und nachher gar kein Spanngurt. Hoi. Mit der Sattelplatte, das finde ich schon genial hier, ne? Wir bestimmt nochmal fahren müssen. Aber egal, wir haben Zeit. Und Stresskeule. Passt nicht viel drauf, ne? Einer vielleicht noch? Wäre ganz cool. Ich hoffe nicht, dass wir so ein altes Einstreugebläse jetzt auch noch brauchen, ne? Da habe ich ja gerade gar keinen Bock drauf, ne? Oh, keine Spanngurte! Keine Spanngurte? Nee.
Ja, dann wollen wir mal lieber ein bisschen langsamer fahren, ne? Weil das könnte so ein heikel werden. Lavalampe an. Schicker da, ne? Müssen wir nächstes Mal einen Bollenwagen nehmen. Jetzt reicht das wahrscheinlich einmal, aber wir müssen echt Außenansicht vorne. Sonst siehst du ja nicht, ob du die Hälfte der Fracht verlierst. Ja, da müssen wir uns auch gleich drum kümmern. Geht ja gar nicht. Alles steht still, nichts lübt. So läuft. Easy peasy. Langsam dahin heizen, ne? Hat er eine Hupe? Stimmt. Alles klar. Haben wir noch alles drauf? Ja. Perfekt. Nee, lass den mal vorbei. Der hat uns ja auch eben vorbeigelassen, ne? Bisschen stickig hier heute im Mock, ne? Ja, jetzt geht's auch besser. Ey, mach doch nicht so einen Pfadfind. Nee, fallen die Ballen runter. Keine Rücksicht hier heutzutage. Alle kein Zeug mehr. Kannst ja vergessen, die Mackers. Das läuft aber. Wir kommen ans Ziel an. Hoffe ich. Noch sind wir nicht da, ne? Du kannst das auch alle nicht wissen. Ich dachte schon, wir hätten einen verloren. Moin. Ne, da waren wir mal freundlich, ne? Wir müssen ja jetzt ein bisschen freundlich sein auf der Hinterkaifeck, ne? Damit ich demnächst hier zum Ponyreiten komme. Deswegen, alle Mann grüßen. Immer schön freundlich. Also, ne, wenn ihr hier jemanden auf der Hinterkaifeck grüßt, seht, immer grüßen und freundlich sein. Dann kommt ihr nämlich bald zum Ponyreiten. Das wollen wir auch. Zwei Heu mitgenommen? Hatten wir nicht drei drauf? Das weiß ich auch nicht mehr. So, Stroh? Keine Ahnung. Erstmal Heu. Die haben Hunger. Wo bin ich denn gegen gelodged? Ne, ne. Du willst mir doch jetzt veräppeln, oder? Tatsache. Voll. Gib her. Ja. Fressen wie die Großen, aber kein Stroh wollen, oder was? Die sind ja echt welche. Ne, Schafe gucken wir... Oh, da müssen wir auch Heu rein, ne? Guck mal, Stroh ist voll, Hafer. Heu reicht erstmal. Läuft. Perfekt. So, Leute, dann sage ich erstmal danke fürs Zugucken bis hier. Ne, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.